Hallo liebe Brettspielfans, herzlich willkommen zu einem neuen Regelvideo. Heute habe ich euch Endeavor Segelschiff-Ära mitgebracht. Worum geht's? Wir sind eine aufstrebende europäische Seefahrernation und unser Ziel ist es, Schiffshandelsrouten zu erschließen, Kolonien zu gründen, Handel zu treiben und manchmal auch um Städte zu kämpfen. Letztendlich geht's um Ruhm, den wir ansammeln wollen, denn wer nach 7 Runden den meisten Ruhm gesammelt hat, der gewinnt das Spiel. Wie immer steigen wir zuerst mal mit den Komponenten und dem Spielaufbau ein. Legt zuerst den Spielplan in die Tischmitte. Der Plan ist doppelseitig. Je nachdem, mit wie vielen Spielern ihr spielen wollt, verwendet ihr entweder die Seite für 2, 3 oder 4 Spieler oder die Seite für 4 oder 5 Spieler. Bei 4 Spielern könnt ihr euch tatsächlich für eine Seite des Plans entscheiden. Seite A sorgt für eine recht aggressive Vierspielerpartie, während Seite B für eine eher entspannte Vierspielerpartie sorgt. Nehmt alle Entdeckungsplättchen, gebt die am besten in den Beutel und zieht nacheinander alle Plättchen und legt die offen auf alle runden Felder des Spielplans. Nehmt die Kolonialkarten jeder Region sowie die Karten von Europa und legt die sortiert auf die entsprechenden Felder jeder Region. Die Sortierung von unten nach oben ist 5, 4, 3, 2, 1. Also oben liegt dann quasi die Karte mit der niedrigsten Nummer. Der Europastapel hat noch zusätzlich eine Karte mit dem Wert 0, die liegt ihr dann natürlich oben auf. Außerdem erhält Europa noch einen Stapel mit Sklavereikarten. Jede Region erhält jetzt noch ihre passende Gouverneurskarte, die ihr mit ihrer Rückseite so unter den Spielplan schiebt, dass man die Symbole noch sehen kann. Da Europa nicht als Region zählt, gibt es hier keine Gouverneurskarte. Bevor wir mit dem weiteren Spielaufbau fortfahren, schauen wir uns den Spielplan kurz im Detail an. In der Mitte befindet sich also Europa und um Europa herum die 6 Regionen Afrika, Südamerika, die Karibik, Nordamerika, Indien und Fernost. In jeder Region findet ihr einen Schifffahrtsweg, der zum jeweiligen Kolonialstapel führt. Europa ist, wie gesagt, keine Region, deshalb fehlt hier der Schifffahrtsweg, aber der Kolonialstapel ist trotzdem vorhanden. Das gleiche gilt für die Hochseefelder. Jede Region hat eins, Europa, da keine Region, nicht. Hier seht ihr abgebildet Städte und hier Flottenfelder. Die Verbindungslinien sind entweder durch runde oder rautenförmige Felder miteinander verbunden. Die runden Felder geben also einen Ruhmpunkt und zusätzlich das draufliegende Entdeckungsplättchen, also wenn man so eine Verbindung kontrolliert. Die rautenförmigen geben nur jeweils einen Ruhmpunkt. Jede Region hat noch ihren eigenen Kolonialkartenstapel, nur Europa hat noch zusätzlich, wie schon erwähnt, den Sklavereikartenstapel. Dann bereiten wir mal die Gebäudeauslage vor. Sortiert alle Gebäudeplättchen nach ihrem Namen und ihrer Industriestufe und legt die in die entsprechenden Fächer. Die Gebäude der Industriestufe 5 sind alle einzigartig. Wählt also für euer Spiel 3 davon zufällig aus und legt die in die letzte Spalte. Die übrigen Gebäude legt ihr verdeckt in das letzte Fach unten rechts, also unter das dort liegende Gebäude. Für das Spiel werden nur die offen liegenden Gebäudekarten verwendet. Jeder Spieler wählt jetzt eine Spielerfarbe und nimmt sich alles Spielmaterial dieser Farbe. Das sind dann fürs Basisspiel die 35 Bevölkerungsscheiben, die 4 Attributsanzeiger und das Startgebäude. Die Schilde werden für das Basisspiel nicht gebraucht. Nehmt euch dann jeweils ein Spielertableau und legt die 4 Attributsanzeiger auf die Felder mit der 0 der Attributsleisten. Bestimmt einen Startspieler, der erhält die Startspielerkrone. Beginnend beim Startspieler und dann weiter im Uhrzeigersinn wählt jeder Spieler, ob er mit dem Stammhaus oder dem Handelsdock beginnen möchte. Legt das Startgebäudeplättchen dann mit der gewählten Seite nach oben auf das erste Gebäudefeld eures Tableaus. Nehmt eine Bevölkerungsscheibe aus eurem Vorrat und legt sie auf das Aktionsfeld des Gebäudes. Spielt ihr das Spiel zum ersten Mal, dann empfiehlt es sich, mit dem Stammhaus zu beginnen. Später könnt ihr dann auch das Handelsdock ausprobieren. Auf dem Handelsdock steht unten links ein Reichtumsattribut. Ihr dürft dann gleich zu Beginn den Attributsanzeiger für Reichtum auf eurem Tableau um 1 nach vorne bewegen. Ja, und das war auch schon der Spielaufbau. Schauen wir uns jetzt mal den eigentlichen Spielablauf an. Das Spiel geht über 7 Runden.
Beginnend mit dem Startspieler und dann weiter im Uhrzeigersinn ist jeder Spieler einmal pro Runde am Zug und führt dann jeweils die folgenden fünf Phasen aus. Die Bauphase, die Wachstumsphase, die Lohnphase, die Aktionsphase und die Abwurfphase. Wenn ihr mit dem Spielablauf schon ein bisschen vertraut seid, dann könnt ihr die ersten drei Phasen gerne auch gleichzeitig ausführen. Das spart euch einiges an Zeit. Erst die Aktionsphase und die Abwurfphase müssen dann strikt in Spielereihenfolge abgehandelt werden. Dann schauen wir uns die einzelnen Phasen mal genauer an. Beginnen wir mal mit der Bauphase. Wenn ihr am Zug seid, dann müsst ihr ein Gebäude aus der Auslage nehmen und auf den Kai eures Spielertableaus legen. Ihr dürft nur Gebäude nehmen, deren Industriestufe kleiner oder gleich eurer Industriestufe auf der Attributsleiste ist. Oben rechts auf den Gebäuden seht ihr die Industriestufe und auf eurer Attributsleiste seht ihr eure Industriestufe hier. Sollte es mal so sein, dass es kein Gebäude mehr mit kleinerer oder gleicher Industriestufe gibt, dann dürft ihr euch ein Gebäude nehmen, welches genau eine Stufe höher ist. Zeigt das neue Gebäude unten links irgendwelche Attribute, dann passt die entsprechenden Attributsanzeige auf eurem Tableau um die angegebenen Werte an. Übrigens dürft ihr das gleiche Gebäude mehrfach besitzen. Die Wachstumsphase. Wenn ihr am Zug seid, erhaltet ihr neue Bevölkerungsscheiben aus eurem Vorrat. Wie viele neue Scheiben ihr erhaltet, könnt ihr an eurer Kulturleiste ablesen. Hier seht ihr, wie viele Scheiben ihr auf eurer Stufe erhaltet. Nehmt euch die entsprechende Anzahl aus dem Vorrat und legt die Scheiben auf eure Anlegestelle eures Tableaus. Habt ihr nicht mehr genügend Scheiben, nehmt euch so viele wie möglich. Die restlichen Scheiben verfallen dann einfach. Die Lohnphase. Wenn ihr am Zug seid, dürft ihr eure Arbeiter bezahlen. Das bedeutet, dass ihr Bevölkerungsscheiben von den Aktionsfeldern eurer Gebäude zurück auf eure Anlegestelle legen dürft. Dadurch werden die Aktionsfelder der Gebäude wieder frei. Wie viele Arbeiter ihr entlohnen könnt, hängt von eurem Reichtum ab. Lest auf eurer Reichtumsleiste eure Lohnstufe ab und ihr dürft dann maximal so viel Arbeiter entlohnen, wie es eurer Lohnstufe entspricht. Welche Arbeiter ihr zurück auf die Anlegestelle legt, bleibt dabei ganz euch überlassen. Die Aktionsphase. Wenn ihr am Zug seid, könnt ihr entweder eine Aktion ausführen oder passen. Wenn ihr einmal gepasst habt, dürft ihr bis zum Ende dieser Phase keine Aktionen mehr ausführen. Die Aktionsphase dauert so lang an, bis alle Spieler gepasst haben. Während der Aktionsphase werdet ihr immer mal wieder Attribute sammeln, die ihr sofort auf eure Attributsleiste anpasst. Die Attributsleisten haben den maximalen Wert von 15. Solltet ihr aber mal mehr brauchen, dann legt einfach so eine Leistenverlängerung ans Ende an und stellt euren Attributsanzeiger dann auf den entsprechenden Wert. Wenn ihr ein braunes Entdeckungsblättchen erhaltet, passt ihr zum einen den entsprechenden Attributswert auf euren Leisten an und zum anderen legt ihr das Plättchen vorne auf das freie Feld der entsprechenden Leiste. Erhaltet ihr blaue Aktionsplättchen, dann legt ihr die zu euren Bevölkerungsscheiben eurer Anlegestelle. Wichtig, ihr dürft niemals Karten oder Plättchen absichtlich abwerfen. Es kann aber sein, dass ihr in der Abwurfphase zum Abwerfen von Karten gezwungen werdet. Stichwort Kartenlimit, aber dazu kommen wir später noch. Ja, das waren jetzt allgemeine Informationen zur Aktionsphase. Kommen wir jetzt dazu, wie ihr überhaupt Aktionen ausführen könnt. Also, wenn ihr am Zug seid, dürft ihr entweder eine Aktion eines eurer Gebäude ausführen oder eine Aktion eines eurer blauen Aktionsplättchen, falls ihr welche habt. Fangen wir mal an mit Gebäude aktivieren. Um ein Gebäude zu aktivieren, nehmt ihr eine Bevölkerungsscheibe von eurer Anlegestelle und legt sie auf ein freies Feld des jeweiligen Gebäudes. Dann führt ihr die Aktion des Gebäudes aus. Die meisten Aktionen verlangen aber den Einsatz weiterer Bevölkerungsscheiben, das müsst ihr natürlich mit bedenken. Anstatt einer Gebäudeaktion dürft ihr aber, wie gerade erwähnt, auch ein blaues Aktionsplättchen ausgeben und die abgebildete Aktion ausführen. Sind mehrere Aktionen abgebildet, dann müsst ihr euch für eine davon entscheiden. Manche Gebäude erlauben es euch, mehrere Aktionen durchzuführen, die sind dann aber mit so einem Pluszeichen verbunden. In dem Fall dürft ihr entweder beide Aktionen in beliebiger Reihenfolge ausführen oder auch nur eine davon. In jedem Fall müsst ihr eine Aktion immer erst vollständig ausführen, bevor ihr eine neue Aktion beginnt. Wie bei den blauen Aktionsplättchen gibt es auch Gebäude, die euch mehrere Aktionen zur Wahl stellen. Das erkennt ihr daran, dass die Aktionen durch so einen Schrägstrich voneinander getrennt sind. Der steht also für oder.
In dem Fall müsst ihr euch für eine der Aktionen entscheiden. Folgende Aktionen habt ihr übrigens zur Auswahl: Segeln, erobern, angreifen, entlohnen, Kolonialhandel treiben. Schauen wir uns mal die Aktion Segeln an. Mit der Aktion Segeln legt ihr eine eurer Bevölkerungsscheiben von eurer Anlegestelle auf einen von drei möglichen Orten. Dabei ist aber nicht jeder Ort wählbar. Welchen Ort ihr wählen dürft, hängt davon ab, ob die Segeln-Aktion für eine offene oder geschlossene Region wählbar ist. Das schauen wir uns aber gleich mal an. Grundsätzlich sind alle Regionen zu Spielbeginn verschlossen und müssen erst geöffnet werden. Ihr könnt eine Region dadurch öffnen, indem ihr das letzte Feld auf dem jeweiligen Schifffahrtsweg erreicht. Dann wird die zugehörige Gouverneurskarte vergeben und somit ist die Region geöffnet. Ihr erinnert euch, Europa ist keine Region und ist von Beginn an offen. Wie wird nun die gerade erwähnte Gouverneurskarte vergeben? Sobald also das letzte Feld des Schifffahrtswegs besetzt wurde, wird überprüft, wer die Gouverneurskarte der Region erhält. Zählt dazu einfach, wer die meisten Scheiben auf dem Schifffahrtsweg liegen hat, der erhält dann die Karte. Bei Gleichstand erhält der Spieler die Gouverneurskarte, wessen Scheibe näher am Kolonialkartenstapel liegt, also quasi wer dort später angekommen ist. Wenn ihr die Gouverneurskarte erhaltet, dreht ihr die um und schreibt euch die dort abgebildeten Attribute auf euren Leisten gut. Die Karte kann im Spiel nur einmal vergeben werden. Die Gouverneurskarte zählt dann, wie jede andere Kolonialkarte auch im Spiel, auf eurem Spielertableau ist übrigens ein Gratisfeld für eine Gouverneurskarte abgebildet. Das heißt, diese Karte zählt nicht zum Kartenlimit. Jede weitere Gouverneurskarte, die ihr erhaltet, müsst ihr aber beim Kartenlimit mit berücksichtigen. Wie gesagt, zum Kartenlimit kommen wir in Phase 5 noch. Nachdem wir jetzt wissen, was der Unterschied zwischen einer offenen und einer verschlossenen Region ist, können wir uns den ersten möglichen Ort einer Segelnaktion anschauen. Die Schifffahrtswege. Ihr könnt eine eurer Bevölkerungsscheiben in einer verschlossenen Region eurer Wahl auf dem Schifffahrtsweg platzieren. Dazu müsst ihr immer das erste freie Feld, beginnend beim Pfeil unten, nutzen. Das dort liegende Entdeckungsplättchen nehmt ihr euch dann. Ein blaues legt ihr in eure Anlegestelle und ein braunes legt ihr zur jeweiligen Attributsleiste und passt den Wert an. Für die nächsten beiden Segelnaktionen muss die jeweilige Region offen sein. Das heißt, die Schifffahrtswege sind vollständig besetzt und die Gouverneurskarte ist vergeben. Die Flottenfelder. Platziert eine eurer Bevölkerungsscheiben auf ein Flottenfeld eurer Wahl einer offenen Region oder auf ein Flottenfeld in Europa. Europa ist ja bereits zu Spielbeginn offen. Nehmt euch das dort liegende Entdeckungsplättchen. Dann die Hochseefelder. Da platziert ihr eine eurer Bevölkerungsscheiben auf dem Hochseefeld in der offenen Region. Auf Hochseefeldern dürfen im Gegensatz zu den anderen Feldern mehrere Scheiben liegen. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn ihr Präsenz in der jeweiligen Region braucht, aber es keine andere Möglichkeit gibt. Was genau Präsenz ist, dazu kommen wir jetzt mit der nächsten Aktion. Die zweite mögliche Aktion ist die Eroberung. Eine Eroberung geht nur in einer offenen Region, in der ihr Präsenz habt oder in Europa. Was genau bedeutet Präsenz jetzt eigentlich? Präsenz in einer Region bedeutet nichts weiter, als dass ihr in der jeweiligen Region mindestens eine eurer Scheiben liegen habt. Wo die Scheibe liegt oder die Scheiben, das spielt für das Spiel keine Rolle. Es zählen dazu Städte, Schifffahrtswege oder auch das Hochseefeld. In Europa habt ihr sozusagen eine Basispräsenz, ohne dass dort eine eurer Scheiben liegen muss. Wollt ihr eine Eroberung durchführen, legt ihr eine eurer Bevölkerungsscheiben von eurer Anlegestelle auf ein freies Stadtfeld eurer Wahl. Nehmt euch dann das dort liegende Entdeckungsplättchen. Denkt dran, dass ihr für eine Eroberung in der Region bereits Präsenz haben müsst. Ihr dürft also mit eurer ersten Scheibe, die ihr in die Region legt, nicht gleich eine Eroberung durchführen. Schauen wir uns mal die Verbindungen zwischen Städten und Flotten an. Auf den Verbindungen sind kreis- oder rautenförmige Felder abgebildet. Zu Spielbeginn haben wir ja auf die kreisförmigen Felder Entdeckungsplättchen gelegt, während die rautenförmigen Felder frei geblieben sind. Ein Entdeckungsplättchen auf einer Verbindung erhaltet ihr dann, sobald ihr beide Enden dieser Verbindung kontrolliert, also wenn ihr auf beiden Seiten eine eurer Scheiben liegen habt. Am Spielende erhaltet ihr für jede Verbindung, die ihr kontrolliert, einen Ruhm.
Der Unterschied zwischen den kreis- und rautenförmigen Feldern ist also nur der, dass es für die Kontrolle eine Verbindung mit dem Kreisfeld ein Entdeckungsplättchen gibt und am Spielende einen Ruhm, während die rautenförmigen Felder eben nur einen Ruhm am Spielende gewähren. Die nächste Aktion ist der Angriff. Ein Angriff ist nur in einer offenen Region mit Präsenz oder in Europa möglich. Dazu legt ihr eine eurer Bevölkerungsscheiben von eurer Anlegestelle zurück in den Vorrat. Eine weitere Scheibe legt ihr von eurer Anlegestelle auf ein bereits besetztes Stadt- oder Flottenfeld. Die Scheibe des Gegners auf diesem Feld geht in den Vorrat des Spielers zurück. Wichtig, nicht auf seine Anlegestelle, sondern in seinen Vorrat. Die Scheiben, die von beiden Spielern in den Vorrat gelegt werden, werden als Opfer des Krieges bezeichnet. Es kann sein, dass sich Spieleffekte auf diese Opfer des Krieges beziehen. Denkt dran, sobald ihr zum Beispiel durch einen Angriff eine Verbindung kontrolliert, auf der noch ein Entdeckungsplättchen liegt, dann erhaltet ihr das natürlich jetzt. Die nächste Aktion ist der Lohn. Diese Aktion lässt euch eine eurer Bevölkerungsscheiben vom Aktionsfeld von einem eurer Gebäude auf eure Anlegestelle zurücklegen. Dadurch wird das Aktionsfeld sofort wieder frei und kann erneut genutzt werden. Manche Gebäude haben das durchgestrichene Lohnsymbol abgebildet. Das bedeutet, dass dieses Aktionsfeld nicht mit der Lohnaktion freigemacht werden kann. Das geht also dann nur in der regulären Lohnphase. Da wir gerade bei Gebäuden sind, hier ganz kurz zwei Gebäude mit Sonderfunktionen. Zum einen die Gedenkstätte. Die Gedenkstätte hat wie andere Gebäude auch unten ihr Aktionsfeld. Zusätzlich gibt es aber eine Sonderfähigkeit. Habt ihr nämlich Opfer des Krieges zu beklagen, also entweder durch einen eurer Angriffe oder weil ihr angegriffen wurdet, dann legt ihr eure Scheibe nicht wie sonst in den Vorrat zurück, sondern legt die Scheibe als Attribut an eine beliebige eurer Attributsleisten. Die Scheibe zählt dann sozusagen als braunes Joker-Attributsplättchen. Das andere Gebäude mit Spezialfunktion ist das Rathaus. Am Spielende erhaltet ihr so viel Ruhm von dem Gebäude, wie ihr Kolonialhandelssymbole auf euren Gebäuden abgebildet habt. Das Rathaus hat ebenfalls eines abgebildet und zählt daher mit dazu. Da wir gerade von Kolonialhandel sprechen, kommen wir damit auch schon zur letzten möglichen Aktion, nämlich dem eben erwähnten Kolonialhandel. Dazu zieht ihr die oberste Kolonialkarte einer Region oder aber auch die oberste Sklavereikarte in Europa und legt die auf euer Spielertableau. Ihr erhaltet dann sofort die dort abgebildeten Attribute. Um aber eine dieser Karten überhaupt ziehen zu dürfen, müsst ihr natürlich die Voraussetzungen dafür erfüllen. Die Voraussetzung ist immer eine Mindestpräsenz in der jeweiligen Region. Das zeigt die Zahl unten rechts auf der Kolonial- oder der Sklavereikarte an. Ihr müsst also in der jeweiligen Region mindestens die angegebene Anzahl Scheiben liegen haben. Hier ein kleiner Hinweis. Ihr dürft jederzeit mehr Karten besitzen, als es euer Kartenlimit erlaubt. Ihr dürft sogar mehr Karten besitzen, als auf euer Spielertableau passen würden. Das Kartenlimit, was ja durch die Machtleiste vorgegeben ist, kommt erst in der Abwurfphase zum Tragen. Nach diesem Hinweis kommt jetzt auch gleich noch ein Sonderfall. Müsst ihr nämlich Karten abwerfen, dann legt ihr die in einen losen, offenen Stapel neben Europa. Wenn ihr eine Karte zieht, dann dürft ihr nämlich auch eine Karte aus diesem Stapel ziehen, beziehungsweise ihr dürft euch den Stapel anschauen und eine Karte davon auswählen. Die notwendige Präsenz, die auf der Karte angegeben ist, muss aber in Europa erfüllt werden, unabhängig davon, aus welcher Region die Karte vorher kam. Zurück zu den Kolonialkarten in den Regionen. Die erste Karte in jeder Region hat dieses plus eine Scheibe-Symbol abgebildet. Nehmt ihr euch die Karte, erhaltet ihr sofort eine Bevölkerungsscheibe aus eurem Vorrat auf eure Anlegestelle. Das gilt übrigens auch, wenn ihr die Karte vom losen Ablagestapel neben Europa wählt. Die letzte Karte des Kolonialkartenstapels in Europa hat eine Besonderheit, nämlich die Abschaffung der Sklaverei. Sobald ein Spieler diese Karte zieht, müssen alle Spieler alle ihre Sklavereikarten von ihren Tableaus entfernen und verlieren sofort die dort abgebildeten Attribute. Zusätzlich dreht jeder seine Sklavereikarten auf die Rückseite und legt sie neben sein Spielertableau. Diese Karten geben am Schluss negativen Ruhm, also Punktabzug. Der Sklavereikartenstapel in Europa wird ebenfalls entfernt und in die Schachtel zurückgelegt. Und damit ist die Sklaverei abgeschafft. Kommen wir zur letzten Phase der Runde, der Abwurfphase.
Seid ihr am Zug, müsst ihr zuerst mal überprüfen, wie viele Kolonialkarten und Sklavereikarten ihr besitzt. Dann vergleicht ihr die Zahl mit dem Kartenlimit, welches eure Machtleiste anzeigt. Besitzt ihr mehr Karten, als euer Kartenlimit erlaubt, dann müsst ihr die überzähligen Karten abwerfen und verliert damit auch die dort abgebildeten Attribute. Die abgeworfenen Karten legt ihr, wie bereits erwähnt, in den losen, offenen Stapel neben Europa. Diese Karten, die dürfen ja dann im weiteren Verlauf, haben wir gerade gehört, auch ebenfalls wieder gezogen werden. Eine Ausnahme stellen dabei aber die Sklavereikarten dar, die kommen nicht in den Europastapel, sondern die werden umgedreht und bleiben ja bei eurem Spielertableau liegen, zwecks Minuspunkte am Schluss. Zum Kartenlimit gibt es noch ein bisschen was zu sagen. Schauen wir uns dazu mal unser Spielertableau an. Zum einen gibt es ja, haben wir auch schon vorhin gehört, ein gratis Gouverneurskartenfeld. Hier dürft ihr genau eine Gouverneurskarte ablegen, die dann nicht zum Kartenlimit zählt. Jede weitere müsst ihr natürlich dann mit berücksichtigen. Liegt am Ende des Spiels aber auf dem Feld keine Karte, dann erhaltet ihr dafür, wie abgebildet, zusätzlich 3 Ruhm. Werft ihr eine Gouverneurskarte ab, dann legt ihr die in die Schachtel zurück. Die kann also dann kein anderer Spieler mehr erhalten. Die zweite Besonderheit ist, dass die ersten 4 Stufen des Kartenlimits euch erlauben, eine Sklavereikarte gratis zu besitzen. Ihr dürft auch mehr besitzen, aber die zählen dann wieder zum Kartenlimit dazu. Kommen wir zum runden Ende. Habt ihr das Ende der 7. Runde erreicht, dann endet das Spiel jetzt und es folgt die Endwertung. Ansonsten gebt ihr den Startspielermarker an den nächsten Spieler im Uhrzeigersinn weiter und beginnt eine neue Runde. An dieser Stelle könnt ihr auch nochmal überprüfen, ob eure Attributsleisten alle die richtigen Werte anzeigen. Dazu zählt ihr einfach alle Plättchen und die Symbole auf euren Karten zusammen und vergleicht sie mit der Attributsanzeige. Dann kommen wir jetzt zur Endwertung. Spielt ihr ohne die Abenteuer, dann könnt ihr die ersten 3 Zeilen des Wertungsblocks ignorieren. Als erstes erhaltet ihr Ruhm für die Höhe jedes Attributswerts auf eurem Attributsanzeiger. Dazu muss aber auf dem Feld das Attributsymbol hinterlegt sein. Ist es nicht der Fall, dann verschiebt ihr euren Anzeiger so weit nach links, bis ihr auf den Wert stoßt, auf dem ein Attributsymbol abgebildet ist. Den dort abgebildeten Wert, den erhaltet ihr dann als Ruhm. Fahrt so mit allen Attributsleisten fort und addiert dann alle Werte. Zählt dann alle Ruhmsymbole auf euren kontrollierten Städten und ebenso den Ruhm der Verbindungen, die ihr kontrolliert. Jede Verbindung gibt einen Ruhmpunkt. Zählt jetzt den Ruhm zusammen, den ihr von euren Gebäuden, Kolonialkarten und Gouverneurskarten erhalten habt. Denkt dran, dass es 3 Ruhmpunkte extra gibt, wenn das Gouverneurskartenfeld frei geblieben ist. Für je 3 übrige Bevölkerungsscheiben abgerundet, die noch auf eurer Anlegestelle liegen, gibt es einen Ruhmpunkt. Zieht jetzt einen Ruhmpunkt für jede abgeworfene Sklavereikarte in eurem Besitz ab. Und wer jetzt die meisten Ruhmpunkte gesammelt hat, der gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand teilt ihr euch den Sieg, es gibt also keinen Tiebreaker. Ja, und das waren die Regeln zu Endeavor Segelschiff Ära. Es gibt noch eine Zweispieler-Variante, genannt Stille Flotte, die könnt ihr euch gerne mal im Regelheft mal anschauen. Ich hoffe, das Regelvideo hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da, gebt dem Video einen Daumen hoch und auch für den einen oder anderen Kommentar bin ich natürlich dankbar. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß, eine gute Zeit und bis bald.